Hallöchen, hier wieder bei Red Road mit Need for Speed Underground 2. Ja, ihr seht richtig, wir haben den Hyundai Coupé aufgetuned und das ist da draus geworden. Ja, ich habe ihn weiß gefärbt. Gelbe, goldene Felgen. Um die Race-Optik rauszuholen und ich habe ihn aufgetuned, habe das Leistungskit rein, was wir jetzt zur Verfügung haben, alles nur das Beste. Ihr seht, unser Geld ist gestrumpft und ich wollte zwar noch die Motorhaube schwarz so ein bisschen haben, aber es ging nicht, ja, leider. Und ja, dann lasst uns gleich mal ein, was ist das, Drift? Ja, klar, dann lasst uns mal gleich ein Drift. Oh, Preisgeld, warte mal. Okay, der ist aber eingetragen, der Drift. Wieso kriege ich nur so wenig? Na gut, egal. Dann fahren wir mal diesen Drift und mal gucken, wie sich unser neues Auto anstellt. Ja, ich finde, es sieht einfach nur so genial aus. Jawohl. Deswegen fahre ich immer zum Schluss, damit nicht die anderen beim Driften nicht stören kann. Ich frage mich, wo die ganzen Driftpunkte herkriegen, wenn die immer nur hier gerade durchfahren. Auf jeden Fall der Coupé, der schlägt sich viel besser als der Nissan, also beim Drift jetzt zumindest, aber ich weiß nicht, wie es bei dem anderen ist. Und er lässt sich eigentlich recht nice fahren, weil ich bin kein Rennen gefahren, nein, keine Angst, haben wir verpasst kein Rennen, aber so durch die Stadt gecruised bin ich, um zu testen, wie das Leistungskit ist, also vom, ich habe als erstes die Leistung reingemacht, ja, dann bin ich zum Bodykit-Händler gegangen, also zum Karosserieshop, und danach bin ich sofort zum Lackierer gegangen. So wie es in echt eigentlich auch ist, ne? Erst wird der Schmutz gemacht, dann wird das Styling gemacht und dann das i-Tüpfelchen von diesem Mod Tuning, würde ich mal jetzt sagen. Jo, letzte Runde, die wir zum Driften haben. Ey, und wir machen locker mit diesem Auto schon 8000er Drift. Ey, ich meine, das haben wir mit unserem Nissan nicht so schnell hinbekommen, aber das Auto, weiß nicht, das lässt sich eigentlich richtig nice düsen. Ach, Hallöchen. Jawohl, und da habe ich gewonnen. Juhu, mit 100.000 und 410 Punkten. Und 20.000, 18.000 Vorsprung. Libia, yeah. Das ist das perfekte Auto für diesen Track am Flughafen. Was wir in letzter Aufnahme natürlich gemacht haben. Jawohl, ich... Cool, ich kann... wieder ein Event fahren, aber leider, nee, das ist doch gleich hier, verdammt, dann machen wir das mal gleich. Spezialevent auf jeden Fall. Reporter vom Street Car Magazine sind in der Gegend. Gib alles. Auf jeden Fall werde ich alles geben. Was denkst du denn? Das Auto sieht so richtig nice aus. Jetzt fehlen noch die Flügeltüren und das volle Leistungsbodykit. Ach ja. Dann werden wir mal dem Pfeil da oben folgen, das natürlich das GPS ist.
Und ja, was ich noch gar nicht erwähnt habe, im Hintergrund wagt Wolfskult ist das Album. Mit dem Lied Nagelfahr. Ja, ich verstehe auch immer Nagel Eva, aber so heißt das Lied dann doch nicht. Swartberg hatte mich schon mal komisch angeguckt, hab, wo ich gesagt habe, Nagel Eva, ne? Vorne fährt ein Skyline. Oh. Der soll Platz machen. Och, schöne Aussicht auf die Stadt. Das Foto wird so richtig nice, wenn das da oben gemacht wird. Oder ich muss wieder eine halbe Ewigkeit fahren. Das werden wir ja gleich sehen. Weil ich glaube, ich muss wieder eine halbe Ewigkeit fahren zum Flughafen oder so, dass ich den nicht verpasst, den Fotograf, dass er noch ein Foto schießen kann von mir. Oder irgend sowas war das wieder. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich freue mich schon, wenn wir das nächste Leistungskit kriegen. Ich glaube, der Coupé kriegt das. Oder das Coupé, der Coupé, die Coupé. Kriegt das als erstes natürlich rein. Da ist es, jawohl, und wir müssen fahren. Moment, erstmal auf die Map gucken. Wie komme ich am schnellsten von dem scheiß Kackhügel wieder runter? Ach ja, okay, ich weiß es nicht. Ja, so wie wir gekommen sind. Nee. Ja, doch, das ist es. Ja, dann. Oh, 2 Minuten 50. Ach, okay. Dann lasst uns Gas geben. Oh, der Motor, der hört sich schon so richtig bullig an. Hatte sich mein Fraps-Kopf aufgehangen beim Liedwechsel. Auch nicht schlecht, habe ich auch noch nicht erlebt. Na, diese LKWs meinte ich immer, mit dem ich es in Underground hatte und genau dieses scheiß. Ach ne, es war kein Taxi, aber mit Taxis und diesen scheiß kleinen LKWs, ey, da habe ich immer die Krise bekommen, wortwörtlich die Krise. Hätte ich immer sowas von kotzen können. Nein, 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 uff. Wieso bin ich dann erst hier hochgefahren, wenn ich wieder hier runterfahren muss, ey? Ja, ja, muss man nicht verstehen. Ich habe noch 1 Minute 54. Komplettkarte. Nee, das müssen wir sehen, genau. Da fahre ich dann so. Ach, Logo. Nein, verdammt, das hätte nicht passieren dürfen. Oder? Doch, konnte passieren. Ja, ich bin gerade hochkonzentriert, dass ich nicht wieder sowas baue. Und dass ich mich nicht verfahre, weil bei diesen Events verfahre ich mich immer sehr gerne und dann fluche ich immer hinterher, wieso ich so doof war und mich da verfahren habe. Ich weiß schon, wie ich perfekt dahin komme. Hoffentlich geht der Plan auf. Eine Minute werde ich da wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Da ist er schon. Mal gucken, was uns diesmal für ein Foto erwartet. Den ersten Platz gemacht und bist auf dem Streetcar Magazine. Nein, jetzt habe ich mich vertippt. Ficken, aber sieht auch nicht schlecht aus. Ja, yeah, aus dem Fail wird ein schönes Foto, würde ich mal sagen.
gerne auf die Map gucken. Ah, jetzt. Zwei Rennen erstmal. Ja, dann werden wir das hier vorne irgendwo fahren, würde ich mal sagen. Ah, da ist es schon. Jawohl. Und das wird das, denke ich mal, das letzte Rennen dieser Aufnahme erstmal sein. Weil ich muss morgen wieder arbeiten und ja, ich müsste fit auch mal auf die Arbeit gehen, weil es echt ein knochenharter Job ist. Aber vorher lasst uns ein Rennen gewinnen. Just, wir haben eine Mission, dieses Rennen zu gewinnen, um erfolgreich einschlafen zu können, ohne schlechtes Gewissen. Ja, das ist unser Ziel. Jo, wir haben schon wieder eine Sekunde Vorsprung. Seht ihr mal, wie gut unseres Coupé geht. Das ist einfach nur Wahnsinn. Also da war Dennis an echt eine, weiß nicht. Irgendwie sieht er viel spritziger aus und so, aber jetzt würde ich mal gerne wissen, wie weit unsere Nissan die Höchstgeschwindigkeit hatte. Weil, dann können wir ja schon den Track probieren. Vielleicht regelt er nicht zu früh ab. Au, außerdem hat er 6-Gang-Getriebe. Das ist schon mal was. Vielleicht wollte dieser Track uns animieren, dass wir uns ein neues Auto kaufen. Das kann natürlich auch sein. Jedenfalls, nein, ich bereue es nicht. Ich bin stolz, dass ich dieses Auto gekauft habe. Jo. Und dass ich das so schön getunt habe. Natürlich wollte ich euch diese Zeit ersparen, immer hin und her zu fahren, dann irgendwas auszuwählen. Ich werde das, denke ich mal, jetzt immer so machen. Tune meine Autos hinter eurem Rücken sozusagen. Aber das hört sich böse an. Also ich meinte, ich tune es immer nicht in eurem Dasein. Und in eurem Dasein fahre ich meistens nur. Und. Fuck. Ja. Und ihr seht dann immer das Endprodukt. Also, na gut, der Coupé ist noch nicht richtig, weil ich dafür auch noch nicht so viel tune, weil ich noch nicht dieses und dieses Level erreicht habe. Ihr wisst das, wenn Need for Speed gezockt hat, wie scheiße das manchmal ist. Aber ihr seht so immer Etappe, Etappe für, wie das Auto aussehen wird. Aussieht. Ich würde. Sieht. Und ja. Und ja, was hatte ich letztens so gesagt? Ja genau, das mit der PlayStation, das könnte sich noch um ein wenig verschieben, weil wir überlegen, ob sich das lohnt und... Also es lohnen würde sich, klar, aber ich meine jetzt die ganzen Programme und so, wie wir das machen, das müssen wir uns erstmal gucken und selber austesten, probieren. Und das könnte noch eine Zeit lang dauern, aber ihr dürft euch sicher freuen über die nächsten PlayStation 3 Projekte, auch wenn es noch mit der Kamera ist. Es wird Portal 2 folgen von Swartberg und mir. Es wird noch Guitar Hero kommen. Ein paar Folgen. Und ja. Ich hatte vorgehabt, Prototyp 2 zu let's playen, aber. Ich weiß es gar nicht, weil ich habe vom Kumpel gestern erfahren, dass es der erste Teil in Deutschland nicht verboten war, aber nicht rausgekommen ist, weil er zu brutal war irgendwie. Weiß nicht, ich habe das Spiel auch nur dank einer Vorschau gesehen bei YouTube. Dann habe ich gedacht, hey, das Spiel sieht schon mal viel entsprechend aus, weil von Johnny Cash das Lied hört, vorher da war. Und zwar richtig nicht schlecht gemacht, das Video fand ich. Aber ich weiß nicht, um was es da geht und so. Es wäre wieder mal ein richtig schönes Blind-Projekt. Und ganz ehrlich, ich fühle mich auf dem Computer zu zocken, auf der PlayStation 3 wohler zu zocken als auf dem Computer, weil ich da, weiß nicht, ich bin schon immer PlayStation-Kind gewesen. Und das ist eine neue Herausforderung, deswegen fail ich, glaube ich, auch so viel rum bei der beim PC. Aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem, diese Let's Plays, auch wenn es viele Fails drin sind. Und ja. Ja, wir möchten das Spiel überschreiten, Speichervorgang, und ich würde mal sagen, man sieht sich. See you later und erstmal gucken. Carbon-Spiegel-Spoiler und Bach-Spoiler. Und neue Scheinwerfer, jo. Ja, jedenfalls, würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.
Und ja, schaltet ein, euer Red Bull.